Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Twitch-Chats. So, ja, wir sind hier bei Trader Online bei der zweiten Locals-Runde am Dienstag. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, kauft euch Tickets. Die gibt es auf Trader Online. Samstag ist gelegentlich auch mal was. Jetzt bald haben wir, glaube ich, ein Worlds-Event hier. Ja, wir haben noch nicht gewürfelt. Ich würde sagen, wir würfeln mal. 12, 2 hoch? Genau. 8. 8, dann gucken wir. 7. Dann fange ich gleich an. Abgehoben haben wir schon und dann möchtest du bestimmt anfangen. Ja, safe. Auf ein gutes. Auf ein gutes. Mache ich den Timer einmal an. Und dann kann es losgehen. Stand by Main. Jo. Normal. Searched. Eine Karte, die ihn erwähnt oder die Uria. Die Sacred Beast. Genau, die erwähnt. Aussehen selbst. Und ich krieg eine zweite Normal Sum. 0-0 Fiend. Ja, genau. Ist gerade eingefallen, wir sollten es vielleicht auf Deutsch machen, aber ich kann mein Deck auch nicht unbedingt auf Deutsch. Also ja, ja, okay, okay. Wir irgendwie hin. Wird schon irgendwie. Aber da finden wir schon die erste Interaktion. Ich würde gerne den Kotsch- und Schlossvogel drauf werfen. Wenn mein Gegner sich eine Karte vom Main Deck hinzufügt, darf ich ihn abwerfen und wir da beide dürfen bis zum Ende des Spielzuges keine Karten mehr vom Main Deck hinzufügen. Okay. Kennt man, glaube ich. Ganz gut, habe ich gehört. Ja, extra normal. Jo. Ja, da braucht einfach nur zwei Effektmonster. Tief bleibt nicht lange. Effekt für Kosten für Routen, Special aus dem Deck. Ein 4-12 Monster, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist Fiendsmith-Debüt hier im Stream. Da hat, glaube ich, noch niemand Fiendsmith gespielt. Ja. Weiß ich nicht. Ja, Requiem zum Equipment an ihn und plus 600 geben. Jo. Braucht ein Monster und ein Fiendmonster mit einer ausgerüsteten Monsterkarte, genau. Das und dann kannst du einfach Kontakt fusionieren. Oder wirst du schon in Twitch-Chat geflamed? Was machst du denn Link 2 und Link 1? Ja, ist das nicht ja, Minus? Ja, true, nein, true. Nein, nein. Effekt ja. Für Kosten schaffelt der Light Fiend rein, specialt sich dann. Ein Detachen, ein Special Summon annullieren und zerstören. Genau, wenn ein Effekt oder eine Karte aktiviert wird, die ein Monster speziell beschworen wurde, kannst du eine abhängen und das ist auch nicht Hardbones Pattern. Dann würde ich in die Endphase gehen. Jo. Könnte ich noch einmal. Und dann würde ich mal in die Draw-Phase gehen. Standby. Ja. Und in die Main-Phase. Ja. Ganz stimmt, weil ich weiß, dass er böse ist, würde ich gerne meine Infinite Impermanence auf den aktivieren. Natürlich, ja. Um seine Effekte zu annullieren, bis zum Ende des Spielzuges. Ich glaube, wir gehen ähnlich mal rein wie du. Ich würde gerne mein Opening of the Spirit Gates aktivieren. Mhm. Die erlaubt es mir on Activation, muss ich mir eine der Sacred Beast oder eine Karte, die dir erwähnt aussehen, selbst auf die annehmen. Ja. Kommt das einzig wahre? Haben wir, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal gesehen. Dark Beckoning Beast. Irgendwas auf dem Resolve. Nein. Okay. Dann mache ich auch mal eine Normal Summon für den Dark Beckoning Beast. Effekt. Ja. Der sucht mir auch wieder einer der Sacred Beasts oder eine Karte, die die erwähnt, aussehen selbst. Diesmal wäre es aber das Chaos Summoning Beast. Zweite Normal Summon. Mhm. Du hast noch drei Hand, nee, vier, ne? Ja, vier. Wollen wir direkt dasselbe machen wie du oder wollen wir noch ein bisschen was anderes machen?
glaube, wir gehen direkt so rein. Ich würde eine Link 2 machen. Für Moon of the Close 7. Kennen wir, glaube ich, irgendwo her. Ich werde gleich auch geflamed. Wird ein Link 1 fürs Requiem machen. Wird dann gerne Requiem aktivieren. Ja. Wird verkosten und dann ein Fiendsmith-Monster aus dem Deck specialen. Dann würde ich auch gerne Requiem aktivieren. Ich würde ihn damit attachen. Er bekommt 600 Push. Würde ich auch eine Contact Fusion machen. Zur Necrocrypt. Ich erzähle mal darüber jetzt nicht so viel. Das hatten wir, glaube ich, gerade schon. Ja, das kennt man. Da würde ich gerne meinen Fiendsith Engraver auch aktivieren. Ich würde eine zurückmischen und ihn dann specialen. Irgendwas darauf? Nein. Würde ich gerne einen Overlay machen. Ich glaube, das ist das, wo es jetzt ein bisschen variiert. Ich würde gerne eine Beatrice beschwören. Irgendwas darauf? Nein. Dann würde ich gerne ihren Effekt aktivieren, um eine Karte von meinem Deck auf den Friedhof zu legen. Ja. Das ist das Spirit of Jubel. Irgendwas darauf? Ich würde Opening aktivieren. Ich würde eine Karte als Kosten abwerfen und dann dürfte ich einen 0-0 Fiend vom Friedhof ohne Non-Target specialen. Ja. Ist das Spirit. Kein Effekt. Wenn ich aktiviere Nightmare Pain von der Hand. Mhm. Effekt. Während meiner Main Phase kann ich ein Dark Monster von meiner Hand oder Spielfeld zerstören. Und dann dürfte ich mir eine Karte, die Jubel erwähnt oder Jubel selbst ist, auf die Hand nehmen. Sorry. Dann nehme ich mir den guten Gruesome Grayskull auf die Hand. Und dann würde ich gerne Spirit of Jubel aktivieren. Wenn die durch einen Karteneffekt zerstört wird, darf ich einen Jubel von Deck, Hand oder Friedhof specialen. Zwei Handkarten? Ja, eine davon weißt du. Irgendwas hierauf. Dann würde ich gerne den Grayskull mal aktivieren. Den kann ich specialen, solange ich mindestens einen Fiend kontrolliere. Dann dürfte ich optional noch eine Karte oder wieder ein Monster schießen, was Jubel erwähnen. Trick? Ja. Wir kosten einen Detach. Ja. Dann würde ich einen Link 2 machen. Für Yama. Effekt. Überlege ich. Ja. Moonlit Chill, für Kosten abwerfen und summonen. Speziell beschworen wird. Genau, und dann die Effekte annullieren und wenn es diese Runde auf den Friedhof geht, die Attacke als Schaden nehmen. Ich habe auch noch was zum Unchain und zwar ein Call by the Grave. Natürlich. Um die Effekte zu annullieren bis zur Ende deines Spielzuges. Dann würde der Suchtor durchgehen. Ich nehme Shivara auf die Hand. Oh. Das sind 2, 8. Das sind dann 5, 6. Das sollte dann spätestens damit reichen. Dann irgendwas auf dem Resolve? Nein. Dann würde ich einmal Jubel und Dark Beckoning Beast von meinem Friedhof zurück ins Deck mischen. Mhm. Und Phantom of Jubel vom Exadeck als Spezialbeschwörung beschwören. Den kann ich beschwören, indem ich die Materialien von Deck, von Friedhof, Spielfeld oder Hand zurückmisch. Der hat auch die Jubelklausel, von wegen kann nicht zerstört werden durch Battle, ich bekomme kein Damage. Und wenn du einen Monster-Effekt aktivierst, darf ich ihn tributieren und der Effekt wird umgeschrieben zu dein Gegner zerstörten Jubel. Dann würde ich einen Link 2 machen. Zum Rage. Irgendwas darauf? Der könnte in deiner Main Phase eine Quickling Summon machen zu einem Dark Monster mit einem Monster von dir. Effekt von Bruce und Grayskull. Ich würde ihn als Kosten verbannen und dann gerne ein 0-0 Fiend von Hand oder Friedhof specialen. Mhm. Das wäre mal Spirit of Jubel. Und dann würde ich gerne Shivara aktivieren. Während der Main Phase ist es ein Quick-Effekt. Ich kann Fiend oder eine Set-Karte von mir wählen und diese da schön specialen. Dann hätte ich einmal Chain 1 Yama. Wenn eine Karte zerstört wird, darf ich ihn verbannen als Kosten und dann einen Fiend von Hand oder Friedhof specialen. Und dann dürfte ich optional noch eine Karte von mir zerstören. Und dann Chain 2 Spirit of Jubel. Wenn er zerstört wird, darf der mir, wie gesagt, einen Jubel specialen. Ja.
Da sage ich einfach ganz stumpf, dass der zurückkommt. Dann ist das deins. Ja. End of Main Phase, einmal für den Chat, ich würde angreifen und durch Nightmare Pain wird er den Schaden bekommen und das würde halt reichen. Sollen wir die Life Points machen, damit der Chat nachvollziehen kann? Achso, ja, sehr. Blablabla. Und dann wieder resetten. So, hier geht's in einem Chat. So, das Deck wechseln, haben sie geschrieben. So. 14. So. Da sind wohl ein paar Leute echt von dir begeistert. Ich habe ja nicht so viel gemacht. Ja, ist doch trotzdem schön, so eine Community zu haben. So, safe. Aber oh Mann, ey. Spielst du normalerweise Tier oder? Davor ja, immer, okay. Davor. Wer darf denn anfangen? Würde ich anfangen nochmal. Jo. Auf ein gutes. Auf ein gutes zweites. Standby Main. Ja. Öffnung der Geistertore. Kennen wir schon. Kennen wir schon. Eine Karte, die dir die Sacred Beast anwendet. Genau. Attack Beginning Beast. Irgendwas auf den Edge. Ne, diesmal nicht. Perfekt. Oder? Nein. Normal Sum Effekt. Such mir wieder eine Karte, die du erwähnt und gib mir eine zweite Normal. Würde ich einmal überlegen. Mhm. Mm. Gucken wir mal, ob das vielleicht reicht. Ich finde Infinite Impermanence darauf abwerfen, ihn targeten, um die Effekte bis zum Ende des Spielzuges zu angehen. Chef. Graver-Effekt. Kann nichts denn? Jawohl. Der Karte, von der Fiendskarte. Dann Trakt-Effekt. Sucht mir einen Light Fiend und dann discard ich eine Karte. Ich kann die vom Friedhof banishen und fusionieren von Hand oder Feld. Ja. Lurie-Effekt, wenn er gediscardet wird, dann specialt er sich. Ja. Effekt ruht für Kosten-Special ein 4-5 auf dem Deck. Ja. Rotation, oder? Ja, jetzt. So ziemlich. Überlege ich kurz. Jo.
Ja, Requiem zum Equippen. Ja. Kennen wir irgendwo, ja. Ja. Engraver-Effekt zum Specialen für Kosten. Ja, da fragt jemand, was Requiem kann. Hat das nicht ganz verstanden? Nein, nein, das ist ja, ich glaub, das ist ja, ja, sass. irgendwas auf die Summon? Nein, das ist gut. Trakteffekt zum Fusionieren? Ja. Effekt auf Summon kann ich ein 24 im Friedhof oder Banished wählen, den adden oder specialen. Wenn der geht, kann ich für 1, 2 burnen, indem ich ein anderes Lightfiend ins Deck mische. Target wahrscheinlich in Glück. Ja. Ja. Ja, Sven. Die kann fusionieren, indem ich die Materialien vom Friedhof ins Deck mische. Die kann sich außerdem vom Friedhof oder Feld an einen Lightfiend equippen und das kann dann nicht mehr getargetet werden. Jo. Effekt zu fusionieren. Das ist ein Jubelfiend Smith Mirror Match. Gibt ja, glaube ich, nur noch einen anderen. Ja, die können aber auch in Fiends fusionieren, ja, nicht unbedingt. Ich glaube jetzt nicht, dass der Nerry Leader kommt bei dem Setup. Ja, ich überlege gerade. Ja, kommt da doch. Und sammeln kann ich einen Fiend vom Deck auf den Friedhof legen. Im Friedhof kann er zwei Fiends mit demselben Attribut verbannen und sich dann specialen und sammeln Effekt zum Reinlegen. Müssen, glaube ich, Stufe 6 oder höher bei das. Ja, genau, müssen bei Stufe 6 oder höher sein. Die TCG Exclusives. Crazy. Opening hattest du, glaube ich, noch nicht, ne? Zum Reborn noch nicht, ne? Ja. Können wir, glaube ich, auch schon. Genau. Effekt kosten, eine abwerfen und dann ein 0-0er Fiend Special vom Friedhof. Ich kann sie tributen und dann ein Jubel vom Deck specialen. Genau, irgendwas auf Summon. Alles gut. Effekt. Ja. Effekt und Summon plays, settet oder edit der eine Spell Trap. Und ansonsten, wenn der zerstört wird durch Karteneffekt, dann floatet er in die nächste Form. Jo. Pain. Dann Activate. Und jo. Effekt zum Zerstören vom Dark Monster im Hand oder Feld und dann eine Jubelkarte adden. Jo. Den Skirmer. Ja. Dann Spirit-Effekt zum Specialen für die nächste Form. Scrammer zum Specialen und dann kann ich, wenn ich will, zerstören. Jubel-Effekt ja. Zum Specialen in die nächste Form. Schön. Ne? Effekt zum Suchen vom Enchant Monster. Ja.
Ja, überlege ich kurz. Effekt Skirmer zum Special von Hunter oder Friedhof von mir bei. Ja. Oder 0-0er. Javara Target Spirit zum Poppen, yep. Und sich specialen. Spirit Effekt zum Specialen von der nächsten Form. Jo. Yep. Was nicht Once Per Turn ist. Genau, der Special Effekt, nicht der Search oder Place Effekt schon. Javara Effekt, wenn er auf den Friedhof geht, kann der eine Unchained Trap placen. Wo ist denn? Die kann ein Unchained vom Friedhof specialen. Oder von Hand. Oder von Hand. Und ich glaube, der andere Effekt ist irrelevant. Genau, wenn die zerstört wird, dann specialt die vom Deck. Unchained aus dem Deck. Genau. Dann Apollosa für 4, das heißt, die kriegt pro Material 800. Das ist die bei 3-2 und die kann 800 sich verlieren lassen und dann ein Effekt Once Per Chain annullieren, Monster-Effekt. Dann shuffle ich Jubel und Terror Incarnate ins Deck, um Phantom zu holen. Der Monster-Effekt changed, indem er sich tributet und wird dann zum Zerstört aus dem Deck oder Hand. Zwei Unknown auf der Hand? Ja, eine. Eine, okay. Dann würde ich in die Endphase gehen. So, dann gehe ich mal in die Dorfphase. Das ist natürlich nicht so schön. Was machen wir denn da? Slapper Main. Mhm. Starten wir mit einem Opening. Kennst du, glaube ich. Das ist okay, ja. Nehme ich mir das Deck Beckoning Beast auf die Hand. Irgendwas auf Rest? Nö. Ja, natürlich noch ganz schön viele Negates. Ein paar zu viele für meinen Geschmack. Normal-Effekt. Ab. One for one. Kosten. Flash. Ja. Funktioniert jetzt nicht mehr so wie gedacht, leider. Das ist, glaube ich, zu viel. Da können wir ins nächste. Na, der 3 for turn. Ja. Mein Glück. Der wäre schon wieder gebrochen. Ach, Mann, ey.
Der kam natürlich gebrochen. Ich denke, wir haben noch genug Zeit, ne? Ja, 25 Minuten. Spannend. Stimmt wohl, dass Fiendsmith Jubel sehr teuer ist. Von den Fiendsmith. Ja, Jubel geht ja jetzt inzwischen wieder. Oder, das geht natürlich so. Noch Jubel pur spielen. Das geht natürlich auch. Wahrscheinlich nicht so, ich sag mal, kompetitiv anspruchsvoll wie Jubel Fiendsmith. Ja, kann aber, glaube ich, auch noch mit vielen aufnehmen, vor allem auch im Match gegen Jubel Fiendsmith, weil Jubel natürlich gut Karten wie Superpolymerisation, Kräfteraum, dreimal Nightmare Pain im Deck beanspruchen kann. Und immer noch natürlich die den Nutzen von der Unchained Engine hat. Man kann immer noch auf Varodras gehen wie kein anderer. Und Fiendsmith ist dann nur Cherry on the Top gefühlt. Ja, wie gesagt, wir haben noch um die 21 Minuten. Kann es, glaube ich, ein bisschen ruhig dann gehen. Würde ich gerne anfangen. Safe, alles klar. Auf ein gutes Drittes. Auf ein gutes. Standby, welchen? Ein Standby Purulia. Immer wenn du normalst, ziehe ich eine Karte. Ja. Noch was anderes? Nein. Mayface. Ja. Ja, wild. Press. Ist doch umgespielt. Jump Face. Ja. Standby. Ja. Main. Ja. Lightning Storm. Hätte ich nicht so lange überlegt. Das ist, Activate Sound zum Suchen oder Zerstören aus dem Deck. Vom 0-0 auf ihn. On Activation. Ja. Genau. Zahl 1000 Lebenspunkte, target und das Spam Trap auf dem Spielfeld und verbanne sie. Engraver zum Searchen von der Spell Trap. Ja. Schnupperhand? Eigentlich nicht. Rausgesetzt. Ja. Ja, aber guck mal, was ich dafür jetzt habe.
Das hast du eine Antwort darauf? Das ist fein. Dürfen wir beide wieder nie suchen. Oh Gott. One for one. Zum Special. Von Level 1 aus dem Deck, genau. Ja. Irgendwas auf die Summon. Nope. Perfekt. Yep. Perfekt. Willst du nicht in die Zone irgendwie reinspielen? Muss nicht sein. Warum denn nicht? Dann überlege ich kurz. Troll. Du musst natürlich auch top decken. Muss ich das? Hoffe ich mal. Contact Fusion. Yes. Nur aktivieren. Dann würde ich in die Endphase gehen. Nochmal. In deine Endphase. Mhm. Würde ich gerne noch den zweiten aktivieren und dein Album Pain targeten. Ja. So, hoffen wir mal auf meinen Top-Deck. Dann draw for turn. Standby. Mhm. Main. Ja. Leider nicht. Okay. Draw-Fist. Ja. Standby. Main. Ja. Drückt. Aschenblüte. Phantom zum Effekt ändern. Phantom. Mein Gott, ey, ist das ein Scheiß. Ich würde gerne deinen Phantom of Jubel verbannen. Ich habe die Karte schon so oft heute gesehen. Ich glaube, wo man die noch auf 3 spielen durfte, habe ich ja, so oft gesehen. Das. Darf ich? Ja, dann darfst du. Ciao. Standby. Main. Normal Effekt. Ach man, ey. End of main. Ja. Attack in main. Step in main. Yep. Dann du. Ciao. Stand by main. Mhm. Und du. Standby. Ja, in der Standby Phase. Ja. Safe. Normal Sam. Ja. Angriff. Dann nimmst du 100. Yes. Hätte ich ihn vielleicht nicht aktivieren sollen. Hätte ich einen Spell gehabt, wäre gut vielleicht, ne? Dann du. Ja. Standby. Ja. Corolla Beatdown. Nö, finde ich gar nicht, glaube ich. In der Main Phase würde ich mal gerne Shavara aktivieren und meine Set-Karte targeten. Das ist natürlich nicht schlecht, ja. Oh Gott. Ich glaube, die macht nur, wenn... Wenn du burnst, ne, dann kann die... Ja, dann End of Main. Ja. Würde ich mal gerne auf deine Povelia poken. Ja, nehme ich. Kriegst du 1-9. Nehmen wir. Das wollte ich jetzt nicht. Ich kann schon mal weitermachen. Ist gut. Also dann nicht? Ja. Gibt ja nicht viel. Ja, true. Stand by main. Ja. Dann der Friedhof. Du hast dann in der Main Magna auf Summoning oder Beckoning. Jo. Dann Magna Effects und Search in der Endphase vom Drachen. Dann
Das überlegen. Wollen wir jetzt da rein? Und das natürlich. Dann greifen wir einfach mal an für 500 Damage. Würde ich gerne Chivara aktivieren. Das ist okay. Settet mir ein Unchained Spelljab vom Deck. Ja. Dann würde ich Main 2 und in der Endphase Magna Reserve. Ja. Another one. Another one. Gucken wir mal nach Top Deck, ne? Dann, Draw. Ja. Standby. Ja. Main. Ja. Ich spiele mir natürlich nicht so gut den Karten. Normal Summon Lotus. Wähler. Simulieren. Hoch. Ich aktiviere die Chamber. Ja. Ich will einen anderen Chamber vom Friedhof. Syndrom ist natürlich auch nicht so ein Banger. Habe ich auf jeden Fall eine Level 2 für ein Yama. Würde gerne Yama aktivieren und einen Unchained-Monster von Deck oder Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Ja. Würde ich abgeben. Drophis. Ja. Standby Main. Ja. Normal. irgendwas auf die Normal? Nein. Chaos Angel. Ah, nicht mal. Okay, krass. Ja. Klar. Effekt. Ja. Was ein tolles Duell. Ja, das wird das letzte. Blue Tears ist nur, wenn du mich burnst, oder wann genau triggert die? If effect damage is inflicted, except during the damage step, you can banish this card from your graveyard, one normal trap. Also if effect damage is inflicted. Okay, alles klar, danke. Requiem zum Equipen. Jo. Graver Kosten ist Heaven reinmischen. Ja. Yep. Denk uns an. Ja. Kann ich? Ja, safe. So, nichts benutzt. Shara Target. Ja. Effekt halt. Battleface? Ja. Ja, das reicht sogar, glaube ich. Ist noch nicht, gell? Das sind 2-4 und 2-5. Also 5-1. 2-4? Nee, 4-9. 4-9. Und dann kommt gleich Lacrima, ne? Ja. Ja. Ja, Starthand hat man, glaube ich, gesehen, ne? Also. Oh, dann habe ich noch zwei Mulchamis nachgezogen und die Jeff hatte ich auch.
Ja, ich hätte auch nichts Besonderes, glaube ich, nachgezogen. Ah, ja, guck mal, nach, okay, nach 5 Karten, glaube ich. Ach, oh ja. Gott, was war das denn? Okay, wild. Ja. Das zweite Mirror jetzt hier heute. Oh Mann, ey. Ja, dann mache ich einmal kurz die Abmord, ne? Dann würde ich sagen, viel Spaß gleich noch in der dritten Runde, Chat. Auch wenn unser letztes Duell, glaube ich, nicht das prickelndste war, hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Und ja, wir hören uns, sehen uns. Ciao. Hey, macht's gut.